Hallo und herzlich willkommen hier bei Gemeinsamen Bewegungen, dem ASC Göttingen Podcast, in dem wir euch hinter die Kulissen unseres modernen Großsportvereins mitnehmen. In der heutigen Folge geht es um den Bereich ASC Fitness. Wer uns auf Social Media verfolgt oder immer mal auf der Homepage vorbeischaut, der hat mitbekommen, dass sich in diesem Bereich einiges getan hat. Wir wollen deswegen nochmal ein bisschen näher beleuchten, was eigentlich genau passiert ist. Vielleicht auch für diejenigen unter euch, die noch nicht so viel mitbekommen haben. Und dafür habe ich mir Silke Gerke und Vicky Henze eingeladen und mit ihnen über unsere Fitnessstudios und allgemein den Bereich ASC Fitness gesprochen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und danke fürs Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Silke und liebe Vicky. Ich freue mich, dass ihr euch Zeit genommen habt für unseren ASC-Podcast, für ein kleines Gespräch. Und ich würde sagen, wir unterhalten uns heute mal ein bisschen über den Bereich Fitness im ASC. Und da seid ihr natürlich meine Ansprechpartnerin Nummer 1. Und warum das so ist, könnt ihr vielleicht einfach kurz selber erzählen, indem ihr euch kurz vorstellt. Silke, magst du einmal anfangen? Ja, gerne. Danke, Linda. Ich bin Silke Gerke, bin jetzt seit über 20 Jahren beim ASC Göttingen und für den Bereich Fitness und noch für ganz viele andere Bereiche zuständig, aber wir reden ja heute über Fitness. Ich bin verheiratet, habe einen Hund, der ist jetzt 2 Jahre alt ist und im Rüpelalter ist. Sehr schön. Okay, Vicky, magst du auch kurz 2, 3 Sätze über dich erzählen? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Vicky Henze, ich komme aus dem Sportbereich, bin auch schon ähnlich lange wie Silke beim ASC Göttingen, habe allerdings die letzten Jahre mich eher im Kita-Verwaltungsbereich des ASCs engagiert und durfte jetzt seit letztem Jahr Back to the Roots wieder in den Fitnessbereich zurückkehren und organisiere im Moment mit Silke den Betrieb unserer Fitnessstudios und viele Dinge darum. Ich bin auch 40 plus und habe eine Tochter, die auch im Rüpelalter ist, aber ansonsten noch ganz gängig. Kennen sich Tochter und Hund schon, oder? Ja. Kennen sich sehr gut und mögen sich auch. Ja. Haben ähnliche Verhaltensweisen. Ah ja, spannend, okay. Sehr schön. Jetzt habt ihr beide gesagt, dass ihr schon ziemlich lange hier beim ASC seid. Mich interessiert natürlich immer brennend, wie denn meine Gesprächspartner überhaupt zum ASC gekommen sind. Vielleicht mögt ihr einfach mal erzählen, wie der ASC in euer Leben getreten ist. Vicky, fang doch mal an. Ich glaube, Silke und ich teilen die ähnliche Geschichte. Ja. Silke und ich waren über 20 Jahren Mitarbeiter eines Fitnessstudios. Silke damals schon als Festangestellte, ich als studentische Hilfskraft. Und dieses Fitnessstudio wurde dann vom ASC übernommen, inklusive uns leider charmanten blonden Frauen. Und seitdem haben wir uns nicht wieder vom ASC wegbewegt und haben jetzt eigentlich schon royal blaues Blut, könnte man sagen. Wir sind sozusagen Opfer einer Insolvenzmasse und man hat uns gekauft. Unser Vereinsvorsitzender sagt immer, er hat uns gekauft. Sehr günstig. Ja, sehr günstig. Oha. Sehr schön. Ja, dann habt ihr ja tatsächlich einen sehr gemeinsamen Weg auch hier im ASC, der zwischendurch auseinandergegangen ist, wenn ich es richtig, also auseinander in Anführungszeichen, weil Vicky, du mehr in den Kita-Bereich gegangen bist und jetzt bist du aber zurück im Bereich Fitness. Wie kam es dazu? Ja, also ganz aufgegeben hatte ich Fitness nie. Ich habe immer noch Kurse gegeben und im Abendbereich unterrichtet oder auch Laufprojekte angeleitet. Und es ist so gekommen, dass ich mich gerne beruflich nochmal neu orientieren wollte oder nochmal was anderes ausprobieren wollte und uns dann ein zweites Studio, das inzwischen ASC Frauenstudio, zum Kauf angeboten wurde. Und ich habe dann sehr, sehr laut hier geschrien und durfte dann diese Aufgabe übernehmen und bin sozusagen dadurch als Team mit Silke neu zusammengekommen. Sehr schön. Und wenn jetzt Fitness, also gerade bei dir, Silke, ist es ja auch dann ein grundsätzlich wichtiges Lebensthema, würde ich jetzt mal so raushören, dass Fitness schon immer Teil deines Lebens war. Jetzt interessiert mich natürlich, wie haltet ihr euch eigentlich selber fit? Und Vicky hat eben schon gesagt, was sie so an Kursen macht. Wie sieht es bei dir aus? Wo bist du aktiv im Fitnessbereich, sowohl für dich persönlich als eben auch hier beim ASC? Ja. Also ich bin ja nun, wie gesagt, die ganze Zeit über, Fitness war immer Teil meines Lebens. Für mich ist Bewegung einfach das
die Kraft der Bewegung ist einfach für mich ganz entscheidend. Und diese Kraft der Bewegung weiterzugeben an andere ist eigentlich so mein Lebensmotto. Und ich habe in den ganzen Jahren Fitness, ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht gemacht habe. Also ich habe über Cycling-Trainer-Ausbildung, Military-Ausbildung, Stretching-Ausbildung, funktionelles Training, alles im Prinzip habe ich einmal durchgemacht und kann also zu jedem Gebiet auch meine Meinung äußern und bin jetzt aber in den letzten Jahren tatsächlich in dem Bereich mehr Gesundheitssport hängen geblieben und natürlich ist für mich selbst ein ganz wichtiges Thema das Pilates-Training. Ich komme aus dem Tanzbereich, ich habe während meines Studiums und meine ganze Kindheit getanzt und deswegen ist natürlich Pilates eine Gymnastikrichtung, die seit Jahrzehnten auch wirklich immer noch im Trend ist, auch ein wichtiger Trend, den ich hier damals zum ASC auch gebracht habe und der mittlerweile riesig groß geworden ist. Ich selbst persönlich habe vor einigen Jahren jetzt mit Yoga angefangen. Man sagt dann immer, irgendwann kommt man ins Yoga-Alter. Das ist auch tatsächlich so. Und stelle für mich einfach fest, dass das eine gute Art ist, um mich körperlich auszubilden und auch geistig das zu verbinden. Das ist schon auch eine Lebenseinstellung. Yoga muss man machen, wenn man dazu auch eine gewisse Lebenseinstellung hat. Und na gut, ich bin nun immer Hundebesitzer, ich bin viel, viel draußen. Ich lebe eigentlich im Sommer immer nur draußen und wir sind mit dem Hund natürlich viel unterwegs und für mich ist Fahrradfahren wichtig. Also das sind so die Faktoren und natürlich, was immer entscheidend ist, ist Gerätetraining, weil wenn es irgendwo zwickt und zwackt, ist das das Einzige, was wirklich richtig gut hilft. Ah, okay. Vicky, bei dir haben wir schon rausgehört, Laufen, Cycling, sind das auch so die Dinge, die du für dich privat machst oder machst du das nur als Übungsleiterin? Also die Zeit, selber privat Sport zu machen, ist im Moment bei mir relativ eingeschränkt. Aber ich mache meine Kurse mit Leidenschaft. Das ist wirklich im Moment Cycling und Laufen. Das mache ich sehr gerne, aber ich merke das auch, was Silke angesprochen hat. Also gerade bei Läufern, wir haben immer große Probleme in der Rumpfmuskulatur und Ähnlichem. Von daher tut es dann auch gut, ein bisschen Gerätetraining oder ein bisschen auch Faszienrollen und Ähnliches zu Hause zu machen. Aber leider Gottes, für viel mehr Sport privater Seite bleibt wenig Zeit. Okay, und das, obwohl wir im Sportverein arbeiten, oder? Ja, komisch ist das. Der Schuster hat die schlechtesten Leistungen, wie war das? Genau. Okay, bevor wir noch ein bisschen genauer in unsere Fitnessstudios schauen, würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen eure Arbeitsbereiche kennenlernen. Ihr seid jetzt eben zusammen im Bereich der Geschäftsführung bzw. Geschäftsleitung für den Bereich Fitness. Wie ist denn da so die Aufgabenteilung für euch? Ist es wirklich, die eine hat das Fitnessstudio, die andere das Fitnessstudio oder wie ist das für euch aufgeteilt, wer übernimmt welche Aufgaben? Das ist ganz einfach. Silke hat alle schönen Aufgaben und ich muss das machen, was übrig bleibt. Gut, komm, das wäre ja schön. Das ist auch mein heimlicher Traum, aber leider nein. Okay. Nein, im Moment organisieren wir uns so ein bisschen räumlich, dass Silke für das Sportzentrum, unser ASC-Sportzentrum, was wir gerade auch neu umgebaut haben, zuständig ist und ich jetzt im letzten halben Jahr den Übergang des ehemals Femme Vitale zum ASC-Frauenstudio begleitet habe. Wir konnten dort alle Mitarbeiter übernehmen und wirklich auch sehr, sehr viele der alteingesessenen Mitglieder sind auch bei uns geblieben, uns treu geblieben und diesen Bereich habe ich überwiegend übernommen und strukturiert und tausche mich da natürlich aber mit Silke immer sehr eng aus. Wir haben ja auch die Studios umgebaut und wünschen uns schon mittelfristig da ein einheitliches Konzept, was natürlich vom Standort ein bisschen unterschiedlich sein wird, aber es soll schon deutlich erkennen sein, dass beide Studios auch zum ASC gehören, sowohl in der Optik als auch in der Idee und der Philosophie. Mhm. Hast du noch sozusagen irgendwas, was du findest, es fehlt zu dem Bereich? Genau, also das ist, weil es zu Häuser gebunden ist, hat es natürlich dann auch noch ein paar Nebengeräusche. Also ich habe ja jetzt im Sportzentrum 5 Kursräume, die gefüllt werden müssen. Und da kommt der ganze Kursbereich dann natürlich auch noch mit dazu, der organisiert werden muss. Und auch da sprechen wir uns natürlich ab, dass wir uns keine Kurstrainer gegenseitig wegnehmen und dass wir auch das Programm ein bisschen auch ergänzend gestalten, denn natürlich gehören die Kurse zum Fitnessbereich einfach dazu. Ja, okay.
Gut, dann, wenn wir jetzt eh schon so bei den Studios sind, denke ich, können wir da nochmal genauer reingucken. Ihr habt schon erwähnt, da hat sich in letzter Zeit viel getan, abgesehen davon, dass ein zweites Fitnessstudio dazugekommen ist, das Frauenstudio. Habt ihr von Umbau gesprochen? Silke, magst du uns mal erzählen, was ist im ASC-Sportzentrum in der letzten Zeit passiert? Ja, also wir hatten ein sehr ereignisreiches Jahr, beziehungsweise reden wir jetzt ja schon fast über anderthalb Jahre. Wir haben im März letzten Jahres angefangen, das Sportzentrum umzubauen. Es wurde ein großer Teil abgerissen und wurde komplett neu hergestellt. Wir haben eine zweite Ebene eingezogen, das heißt, wir reden jetzt über vier neue hochmoderne Kursräume. Wir haben komplett neue Umkleidekabinen bekommen, wir haben eine neue Eingangssituation bekommen, eine neue Ausgangssituation. Also es ist, wer jetzt zwei Jahre vielleicht nicht da war im Sportzentrum, wird es nicht wiedererkennen. Das heißt, das ist wirklich richtig, richtig viel passiert. Wir haben viel mehr Helligkeit erhalten. Das Fitnessstudio ist erweitert worden um 140 Quadratmeter. Wir haben Geräte ausgetauscht. Wir haben ganz neu, wir haben jetzt die Möglichkeit, in den Kursräumen neue Kurse anzubieten. Dadurch, dass wir in einem Raum eine Traverse eingezogen haben, können wir alle Sachen anbieten, wo man hängende Geschichten macht, sowas wie TRX, also Sling-Training, TRX-Training. Wir haben die Räume nach Funktionalität aufgeteilt. Wir haben jetzt also einen Yoga-Raum, einen Pilates-Raum. Wir haben eine große Sporthalle, wo auch nach wie vor der Kindersport stattfindet. Wir haben einen Motivationsraum. Also wir haben unseren Räumen als Namen gegeben aus dem Sport und aus dem Sportbereich und haben eine Cube-Wand, so nennt sich die. Da kann man also verschiedene Geräte einhängen, wie Latzüge oder wie Hanteln anbringen und so. Also man kann unglaublich viele Sachen machen und haben einen Dunkelraum, unser Raum Energie, den wir mit kompletter Lichttechnik ausgestattet haben, wo Kurse stattfinden wie Cycling und Jumping, wo wir eine Bühne haben, wo dann auch die Trainer stehen können, wo man auch wirklich richtig mit ein bisschen Musikwumms auch tolle Kursangebote haben kann. Also es ist sehr, sehr viel passiert. Man muss unbedingt mal vorbeikommen und sich das angucken. Ja, man hört auf jeden Fall in deinen Worten, dass du ganz begeistert vom Ergebnis bist. Und es war ja sicherlich ein schwerer Prozess zwischenzeitlich auch. Ihr hattet den Betrieb die ganze Zeit aufrechterhalten während der Umbauarbeiten, was sicherlich auch viel Nerven gekostet hat, sowohl von der Lautstärke als auch sicherlich das ein oder andere Mitglied, was nicht so zufrieden war in dieser Zeit. Und ja, dann weiß man jetzt zumindest, wofür man diese Zeit durchgestanden hat. Aber großes Dank an die Mitglieder, die es mitgemacht haben. Ich bin immer noch total geflasht, wie das wirklich auch, die haben sich darauf gefreut, dass der Umbau passiert. Die haben das mitgelebt, die sind über unfertige Wege gegangen, die sind über Eingänge gegangen, die keine Eingänge waren, um zu ihrem Sport zu kommen das ganze Jahr. Wir haben versucht, es so angenehm wie möglich zu machen, aber natürlich, ganz klar, wir wurden begleitet von Baulärm und Co., aber sie haben es so toll getragen und ich bin echt happy, dass das so toll geklappt hat. Vielen Dank auch nochmal an alle, die das mit durchgelitten haben hier auf diesem Wege. Sehr schön. Bleiben wir noch kurz im Sportzentrum. Es sind ja auch neue Geräte angeschafft worden, die hochmodern, appgesteuert funktionieren. Vielleicht kannst du da einfach mal kurz erklären, welche neuen Möglichkeiten bieten sich denn jetzt an diesen Geräten? Was sind das für Geräte und überhaupt? Genau, also wir haben so ein bisschen diesen Trend aufgenommen, der sich in den Fitnessbereich jetzt gerade herauskristallisiert hat. Das heißt, man möchte gerne nicht nur seinen Trainingsplan im Studio haben und den aus irgendeiner Schublade holen, sondern man möchte den Trainingsplan gerne koppeln, auch mit dem Training oder mit der Bewegung, die man zu Hause macht. Das heißt, wenn ich beispielsweise joggen gehe draußen oder wenn ich Fahrrad fahren gehe, hat jeder heutzutage eine Uhr, eine Smartwatch und kann damit seine Trainingsergebnisse aufzeigen. Und wir haben jetzt den Weg der Digitalisierung gewählt in den neuen Trainingsgeräten, sodass man auch das Training aufzeichnen kann, also dass jeder die Möglichkeit hat, sein Training auch aufzuzeichnen auf einem Handy und immer weiß, wie sein Training im Prinzip funktioniert. Und man kann es koppeln mit seinen eigenen Trainings, die man dann sonst noch zu Hause macht. Und für uns als Trainer ist das total wertvoll, weil wir wirklich auch dadurch jedes Mitglied viel individueller betreuen können. Das heißt also, wir sehen gleich, wie hoch ist die Bewegungsrate, wo sind die Defizite, ist es im Kraftbereich, ist es im Ausdauerbereich, ist es im Beweglichkeitsbereich. Also wir haben eine viel bessere Trainingssteuerung dadurch, wenn man
das Training digital mit uns mitgeht. Und das macht es interessant, das macht es trainingswissenschaftlich sehr, sehr interessant. Das ist auch eine tolle Herausforderung für unsere Trainer, die wirklich alle top ausgebildet sind und das gerne mitmachen wollen, weil sie einfach dadurch mehr sehen können. Und wenn die Mitglieder Lust drauf haben, es ist kein Muss, das mitzugehen digital. Die Geräte funktionieren auch genauso analog. Nennen wir das jetzt, dann muss man das nicht machen, dann kann man auch wirklich seinen Trainingsplan auf Papier behalten, es ist alles möglich, aber wer Lust hat, sich ein bisschen effektiver steuern zu lassen von unseren Bildtrainern, für die ist das großartig. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt in meiner Freizeit laufen gehe und dann zum Beispiel irgendeine klassische Lauf-App, sei es jetzt Runtastic, sei es Strava oder wie auch immer, also dann lässt sich das mit der App für die Geräte irgendwie verbinden und dann ist alles in einem. Und du kannst dann auch für dich selbst auf deinem Handy in den Trainingsplan immer sehen, wie du den trainiert hast, du kannst es abhaken für dich und du siehst dann auch gleich, oh, ich war jetzt mal 2 Wochen nicht da, das ist ja vielleicht trainingswissenschaftlich nicht ganz so schlau, ich muss mal wieder zum Training kommen. Man hat auch, wenn man sich darauf einlässt, die Möglichkeit, dass unsere Trainer Erinnerungen schicken, also es gibt ein bisschen besseren Kontakt gerade so, was das Training angeht. Also es ist toll. Ja. Und habt ihr schon erste Resonanzen, wie es angenommen wird? Wir fangen jetzt ja gerade erst damit an. Wir haben also die Software gerade erst bekommen und wir überzeugen jetzt noch den einen oder anderen dafür, aber die sich darauf einlassen, sind begeistert bis jetzt. Okay, sehr schön. Vicky, Blick ins Frauenstudio, damit du hier nicht einschläfst neben uns. Auch da hat sich ja einiges getan, nachdem wir das Frauenstudio übernommen haben. Und auch hier sind neue Geräte angeschafft worden, allerdings ein bisschen anderer Natur. Was sind denn im Frauenstudio für neue Geräte eingezogen? Ja, so ganz so anders ist es gar nicht, weil ich habe mich auch da von Silke inspirieren lassen und wir haben uns jetzt vorerst als Neuanschaffung im Gerätebereich im Frauenstudio für die sogenannten Human Sport Geräte oder den Human Sport Parcours entschieden. Das sind 6 Geräte, die über Seilzüge arbeiten. Und wir hatten jetzt gerade letzten Freitag auch eine erste sehr intensive Schulung durch einen Trainer, der uns nochmal das gesamte Konzept und die Möglichkeiten des Parcours vorgestellt hat. Und wir sind hoch begeistert und wollen das jetzt auch ab dieser Woche im Frauenstudio umsetzen. Die Geräte haben immer die Möglichkeit, eine Einsteigervariante zu wählen, die Leichtmöglichkeit für sämtliche Bereiche, Brust, Rücken, Beine, Po, Bauchtraining, also alles dabei. Dann kann man das immer steigern, indem man in der Regel aus der sitzenden Position in eine stehende Position an dem Gerät kommt und dadurch gleich viel mehr Rumpf- und Baucheinsatz hat und die Übung dadurch erschwert wird. Und für alle, die im fortgeschrittenen Bereich schon sind oder zum Beispiel Läufer sind, wie wir beide, Linda, dann nochmal dynamische Bewegungen auszuführen, die uns dann in unserer Sportart auch helfen, uns vor Verletzungen zu schützen oder Beschwerden vorzubeugen. Und so kann man individuell mit jedem Mitglied, mit jedem Teilnehmer an den Geräten trainieren. Und was ich besonders schön finde, ist, man muss nichts umständlich einstellen, also man muss fast gar nichts einstellen, also das Gewicht. Und kann aber Bewegungen ausführen, die man wirklich im Alltag braucht, weil man ganz, ganz viele Muskelgruppen mit einem einsetzen kann und man trainiert nicht mehr so abstrakt und nur geführt in einer bestimmten Position, die man eigentlich im Alltag gar nicht so nachempfindet und trainiert seine Muskeln, sondern nimmt wirklich Bewegung aus dem Alltag auf. Und das macht das Ganze spannend. Und wir sind hoch motiviert und freuen uns, das jetzt noch viel besser umsetzen zu können. Okay. Wenn du sagst, dass sich von Silke inspirieren lassen, im Sportzentrum gibt es also auch derartige Geräte? Genau. Also wir haben im Prinzip das den gleichen Parcours. Vickys Parcours ist natürlich etwas neuer. wir haben das schon ein paar Jahre stehen bei uns die Geräte und wir haben damals, als wir die gekauft haben, waren wir gleich Feuer und Flamme und unsere Mitglieder sind, für die ist es perfekt, weil es einfach wirklich viele Möglichkeiten des Trainings gibt. Man kann auf den Geräten alles trainieren und man kann wirklich komplexe Ganzkörperbewegungen damit machen und das ist das, was es wirklich sehr wertvoll macht. Also, und ich bin froh, dass das Frauenstudio das jetzt auch hat. Somit können wir da dieses sehr erfolgreiche Training wirklich auch da weitermachen.
Und auch für die Mitglieder, die vielleicht Lust haben, beide Studios zu nutzen. Die können dann sowohl den Trainingsplan aus dem Sportzentrum im Frauenstudio durchführen, halt als auch andersrum. Ja, genau. Perfekt. Was hat sich sonst getan im Frauenstudio? Ja, eine ganze Menge hat sich getan. Unverhofft kommt oft. Da hat uns Corona vielleicht in die Karten gespielt. Durch die unerwartete Schließung hatten wir dann gleich den Mut und haben angeregt durch unseren Vorsitzenden, den lieben Jörg, dann gleich die Zeit genutzt und das Studio ein bisschen umgebaut. Wir haben alte Teppichböden rausgerissen, haben neuen Fußboden verlegt, haben den Wänden einen Anstrich gegeben und haben sozusagen auch ein bisschen umgebaut, haben im Mitarbeiterbereich, im Bürobereich eine Wand eingezogen, sodass es dort auch eine gute Möglichkeit für Büro- und Verwaltungsarbeiten gibt. Ja, und haben einfach dem Frauenstudio ein bisschen ein neues Gesicht gegeben. Und dann kamen die neuen Geräte, die wir dann gleich auf den neuen Fußboden stellen konnten. Und nun begrüßen wir ganz neu alle unsere Mitglieder wieder und freuen uns, dass wir wieder da sein dürfen. Sehr schön. Jetzt haben wir darüber gesprochen, neue Geräte, viele Kursräume und so weiter. Das muss natürlich auch alles irgendwie belebt werden. Und gerade auch, denke ich mal, in der Fitnesswelt geht es viel auch immer um Trends. Wie genau informiert ihr euch überhaupt über Trends? Wie selektiert ihr, okay, was ist für uns relevant, was nicht? Es bedarf sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch immer mal Mut zu sagen, okay, wir probieren jetzt was aus, um vielleicht auch einer der Ersten zu sein, der das macht, ohne zu wissen, ob es erfolgreich ist oder nicht. Wie ist da der Prozess bei euch, dass ihr auf der einen Seite up-to-date bleibt und auf der anderen Seite der eigenen Linie auch so ein bisschen treu bleibt? Wer auch immer zuerst antworten möchte. Ich fange mal an gerne. Ich bin ja nun jetzt schon so lange dabei und musste natürlich immer gucken, dass wir auch neu bleiben. Aber man muss natürlich auch sehr gut selektieren, was kommt Neues auf den Markt, was macht auch wirklich Sinn oder was ist einfach nur verkaufsrelevant. Da passiert wirklich ganz, ganz furchtbar viel. Wir haben natürlich bei uns im Fitnessbereich einmal im Jahr die sogenannte Fitness- und Bodybuilding-Messe, die FIBO, wo wir gerne hingehen. Da werden die neuesten Trends vorgestellt. Die besuchen wir eigentlich auch immer mit einem Haufen von Kollegen. Also meistens immer haben die Azubis Glück. Jeder Azubi darf einmal mit zur FIBO, um das einfach mal kennenzulernen. Das ist die FIBO zurzeit in Köln war jetzt immer in Köln in 11, 12 Messehallen, hat die ganze Welt da ihre Fitnesstrends aufgebaut und da braucht man ein bisschen Zeit, um sich da durchzuquälen. Das ist eine Möglichkeit und dann kann man auch vor Ort eben Sachen auch ausprobieren und für sich entscheiden, macht das überhaupt Sinn oder ist das jetzt so eine Tagesfliege, die wir dann nicht brauchen. Es gibt Fachzeitschriften, ganz klar, die man lesen muss in dem Bereich, wo man auch neue Sachen vorgestellt bekommt. Und wo man dann einfach auch Ideen kriegt und sagt, Mensch, das will ich mal ausprobieren. Man hat viele Vertreter aus den einzelnen Fitnessbereichen, die gerne mal vorbeikommen und die neuesten Errungenschaften vorstellen, die einen auch einladen in sogenannte Präsenterstudios, um was auszuprobieren. Das machen wir. Aber witzigerweise sind auch so Zeitungen wie InStyle oder Shape oder so auch mal ganz interessant, weil da auch neue Trends vorgestellt werden. Und ich für meinen Teil bin so ein Urlaubs-Junkie. Ich gehe gerne mal, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und gucke mir tatsächlich mal ein Studio an, einfach mal hole ich mir eine Tageskarte, um mal zu sehen, wie die was umsetzen und Ideen zu sammeln im Prinzip. Das ist eigentlich so die Hauptarbeit. Okay. Bei mir ist das ganz einfach. Ich frage Silke. Ja, das ist ja auch, man muss deine Quellen halt einfach nur haben. Genau. Aber tatsächlich ist es auch so, wir haben ja einige Mitarbeiter auch aus Spanien jetzt und da ist ja auch nochmal so ein bisschen nochmal ein anderes Thema. Die sind zum Teil mit manchen Sachen schneller und wenn meine Kollegen aus dem Urlaub kommen, kommen die auch immer gerne nochmal mit Ideen, wo wir dann sagen, okay, jetzt überleg nochmal, macht das Sinn? Können wir da nochmal, das gucken wir uns jetzt einfach mal irgendwo an und probieren das mal aus. Also man muss wirklich Ideen sammeln und man muss offen sein für das Thema und es ist in den ganzen Jahren schon so viel verkauft worden auf dem Markt an Schwachsinn. Ja. Man muss lernen, es zu selektieren. Das haben wir, glaube ich, bis jetzt ganz gut geschafft. Ja. Was ist denn so der aktuellste Trend im Moment im Bereich Fitness? Also gibt es irgendeinen
Kursformat oder ist es jetzt zum Beispiel tatsächlich einfach dieses digitale Trainieren, was gerade im Trend ist? Wo würdet ihr sagen, was ist im Moment sehr, sehr gefragt, neben den Evergreens, sag ich mal? Also wir sehen das ja bei uns an den Kursbuchungen, die wir haben. Denn im Moment müssen sich ja alle Mitglieder aufgrund von der Corona-Situation für alle Kurse digital auch anmelden. Und da haben wir natürlich schon unsere beliebten Kurse wie Jumping, wo man auf einem speziellen Trampolin springt. Auch die Cycling-Kurse werden trotz des guten Wetters im Moment sehr gut angenommen. Da freue ich mich besonders natürlich. Aber auch unsere Evergreens wie Pilates, Yoga, Laufen sind stark frequentiert von den Mitgliedern und sind sehr beliebt. Unsere Seniorengymnastik wird sehr gut angenommen. Jetzt sind wir wieder mit unseren Wassergymnastikkursen gestartet, die einen hohen Rücklauf haben. Also man kann gar nicht sagen, das ist das eine oder das andere. Es hängt sicherlich auch oft von dem Trainer ab, mit welcher Motivation da bestimmte Angebote gemacht werden, aber TRX ist sicherlich auch nochmal was wir nennen können, was im Moment von den Mitgliedern stark gebucht wird. Also es ist sowohl das Altbewährte, was man immer gemacht hat, beim Pilates, wo man in der Regel aufgrund der Menge an Teilnehmern noch nicht mal Material einsetzt, wo man wirklich nur mit dem eigenen Körper arbeitet, bis hin zu den Hightech-Sachen. Wir springen auf einem Trampolin mit voll animierter Beleuchtung und lauter Mucke und lassen am besten noch ein Video im Hintergrund bei ablaufen. Das ist einfach total querbeet und ich würde nicht sagen, dass irgendwas jetzt besonders gehypt wird oder nicht. Also bei uns jetzt in Göttingen ist es tatsächlich wirklich Pilates-Yoga. Also jetzt hier im AC ist, wir haben auch eine Masse an Kursen in dem Bereich, die wirklich auch ausgebucht sind, muss man einfach sagen, weil die wirklich sehr, sehr beliebt sind. Aber was Vicky schon sagte, TRX Jumping ist der absolute Trend, also da ist die Warteliste ins Unendliche. Wir hatten gedacht, dass so diese Richtung in Richtung Functional Training geht, das tut es tatsächlich gar nicht. Ne? Also es ist gar nicht so die Nachfrage danach, sondern es geht wirklich eher so um diese auch gesunde Bewegung, sage ich jetzt einfach mal. Das ist natürlich auch die Frage, vielleicht ist das Functional Training eher was die Leute sowieso für sich machen. Vielleicht brauchen sie das nicht unbedingt in einer angeleiteten Version oder so. Das auch könnte möglich, auch sein. Unmöglich. Vicky, bei euch gibt es aber auch seit, ich glaube theoretisch Anfang dieses Jahres, natürlich mit Corona ein bisschen ausgesetzt, Pole Dance. Oder habt ihr Ende letzten Jahres sogar schon angefangen? Weiß ich gar nicht. Ich meine dieses Jahr. Genau. Pole Dance, damit sind wir hier in Göttingen auch nahezu, nicht ganz, alleinige Anbieter. Aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr neu. Hatten wir auch noch gar nicht im ASC. Das kam jetzt erst mit dem Frauenstudio. Wie wird denn das so angenommen? Glaubst du, ist das so ein Trend? Ich glaube schon, wobei wir im Moment, denke ich, ab und zu auch noch damit zu kämpfen haben, dass Pole Dance so ein bisschen diesen Striptease-Touch noch hat und so ein bisschen als verrucht gilt, ist es aber gar nicht. Also ich kann jetzt keinen einladen, mal zuzugucken, weil sonst würde es Staus auf der Frauenstudie, glaube ich, verursachen, aber die Damen, die das bei uns im Moment ausführen, die verfügen schon über sehr viel Kraft, sehr viel Muskelspannung. Man muss sich an der Stange nach oben ziehen, man muss Halterarbeit machen, man braucht unglaublich viel Rumpfstabilität, aber auch Ausdauer, um diese Belastung lange durchzuhalten. Und das ist wirklich phänomenal, was man da in einer Stunde auch alles trainieren kann und wie anstrengend das auch ist. Also alle, die das zum ersten Mal bei uns geschnuppert haben, konnten mir schon direkt im Anschluss des Kurses sagen, wo sie genau den nächsten Tag Muskelkater haben werden. Und ich bin auch überrascht, dass es doch auch ein gemischtes Publikum ist. Natürlich, viele jüngere Frauen nehmen das jetzt gerade bei uns in Anspruch, aber auch mal so die ein oder andere in meinem Alter traut sich da dazwischen und das freut uns natürlich sehr, dass die Kurse gut angenommen werden und sehr beliebt sind. Im Moment bieten wir zwei Kurse an, dass auch im Moment noch gar nicht so viel Trainer gibt, weil das, glaube ich, auch gerade noch so ein neuer Trend ist und wir sind da auch immer auf der Suche nochmal nach Unterstützung für unser Team, die das dann auch unterstützen können. Okay. Jetzt haben wir viel über das gesprochen, was sich entwickelt hat, was passiert ist, aktueller Stand. Aber
ich habe so das Gefühl, das ist jetzt nicht das Ende vom Lied, jetzt haben wir viel gemacht und jetzt ruhen wir uns drauf aus. Ihr habt bestimmt ganz viele Ideen im Kopf, was in nächster Zeit noch passieren soll. Vielleicht habt ihr irgendwas, was ihr verraten könnt, was so sind kommende Projekte, was wollt ihr als nächstes angehen? Gibt es noch ein drittes Fitnessstudio, wer weiß das schon? Okay, was auch immer ihr vielleicht verraten dürft oder auch nicht. Was sind die Dinge, die euch jetzt so im Kopf rumgeistern, die ihr gerne als nächstes umsetzen wollt in dem Bereich? Also wir haben viele Ideen tatsächlich, wir haben auch viele Wünsche und es gibt auch manche Sachen, über die wir noch nicht sprechen können und dürfen. Mhm. Corona hat uns natürlich ein bisschen ausgebremst, das muss man jetzt einfach mal ganz, ganz klar sagen. Ich glaube, das hat die Fitnessbranche an sich ausgebremst. Wir wissen schon in Göttingen von einigen, dem einen oder anderen, der es nicht geschafft hat in der Corona-Zeit, was ich jetzt einfach auch sehr schade finde, muss ich sagen. Das ist natürlich, also es sind Mitbewerber, aber es ist wichtig, dass die Menschen Sport machen. Also insofern sehe ich das immer noch als ein bisschen traurig an. Wir müssen jetzt uns sortieren tatsächlich auch. Wir haben viele, viele Ideen. Wir wollen viel vorantreiben. Wir wollen so viele wie möglich in die Bewegung bringen. Das ist eine unserer Aufgaben im ASC und wir haben natürlich immer Kleinprojekte, da kann Vicky gleich nochmal was über erzählen, was jetzt in den Schulferien zum Beispiel läuft, um einfach auch nochmal eine andere, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen und das wird sicherlich auch eines unserer Ziele für die Zukunft sein, aber natürlich versuchen wir immer am Puls der Zeit zu sein und neue Trends auch reinzubringen, damit auch wirklich jeder einfach mal uns ausprobieren kann. Wir würden natürlich auch gerne noch unser Fitnessstudio weiter in weiteren Stufen erweitern bzw. auch Geräte austauschen. Das müssen wir jetzt einfach mal, muss die Zukunft jetzt zeigen, wie wir finanziell auch dargestellt sind. Ja, okay. Aber Vicky erzählt bestimmt noch gerne von dem Sommercamp-Projekt. Genau, das haben wir jetzt relativ kurzfristig ins Leben gerufen, um vielleicht den Jugendlichen eine Möglichkeit zu geben, die jetzt nicht wegfahren können oder nicht in Urlaub fahren können oder ins Ferienlager, weil es ausfallen muss, Sport in den Sommerferien bei uns zu machen. Gerade auch im Bereich Fitness möchten wir dort nochmal die Jugendlichen zwischen, ich sag mal grob, zwischen 13 und 18 Jahren ansprechen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir unsere Bereiche für dieses Alter auch nochmal ansprechend machen können. Das sind, ja, es ist die Gruppe, die im Verein immer so ein bisschen wegbricht, die wir schwer erreichen. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, da nochmal ein eigenes Programm auf die Beine zu stellen. Neben dem Training in den Studios haben wir verschiedene Camp-Angebote auf die Beine gestellt. Das geht von Selbstverteidigung über Pole-Dance auch zu verschiedenen Dance-Richtungen, Hip-Hop und ein Bikini-Workout haben wir dabei. Wir haben aber auch mal so ganz andere Sportarten wie E-Sport, also elektronischen Sport, hier bei uns im Clubhaus dabei. Das ist ja gerade so ein bisschen ein aktueller Trend, wo sich also eine Gruppe von Menschen trifft, ja, ich sag einfach mal, um Sportspiele zu zocken. Das möchten wir gerne vorstellen. Wir wollen aber auch einen Beachtag im Freibad machen und klassisch Volleyball und Fußball spielen und vieles mehr. Man kann das auch auf unserer Homepage sich nochmal angucken und wir würden uns freuen, wenn wir möglichst viele Jugendliche damit noch erreichen können und vielleicht für sie ein Stück weit zu schönen Sommerferien auch beitragen können, die dann sehr bewegt sein können. Okay, sehr schön. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was sich hier im Bereich ASC Fitness in der nächsten Zeit noch entwickeln wird. Und ja, ich bin soweit meine Fragen losgeworden. Jetzt fehlt nur noch der Abschluss. Und zwar habe ich sozusagen drei Abschlussfragen, die ihr beide beantworten dürft, jeder individuell. Vicky, ich fange einfach mal mit dir an. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was dein prägendster ASC-Moment ist oder ob es den gibt. Oder gibt es eigentlich sehr viele, aber vielleicht, weil es noch nicht so lange zurückliegt, was für mich sehr bewegend war, vor 2 Jahren das erste Mal mit einer ASC-Laufgruppe beim Halbmarathon in Kassel gestartet zu sein. Das geschafft zu haben, war prägend, aber dann im Ziel auf die vielen, vielen Teilnehmer zu warten und mit ihnen zu feiern, die dann teilweise mit Tränen ins Ziel eingelaufen sind, weil sie das geschafft haben. Das fand ich schon sehr schön und hat mir nochmal so verdeutlicht, wie viel Spaß das auch macht, mit jemandem zusammen ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Silke. Ich habe auch tatsächlich in den über 20 Jahren viele prägende Erlebnisse, aber ein Erlebnis, was auch öfter schon vorgekommen ist, aber das war auch eine ganz besondere Person, also ein Mitglied bei uns im Fitnessbereich, der uns allen auch sehr am Herzen gelegen hat, mit einer sehr schweren Krebserkrankung, der irgendwann zu mir gekommen hat, ist und Wein vor mir stand, also ein Mann, älterer Herr, und mir gesagt hat, wenn ich euch nicht gehabt hätte und im speziellen Fall Birgit, das ist eine unserer Trainerinnen, Birgit nicht die ganze Mühe und die ganze Arbeit in die Trainingspläne und in seine Person gesetzt hat, ihn begleitet hätte beim Wiederaufbau nach der Krebserkrankung, wäre er schon vor 5 Jahren gestorben, und er ist unendlich dankbar, und das sind für mich so immer so schöne Momente, wo ich jetzt auch in dem Moment Gänsehaut bekomme, weil es einfach das ist, was wir leben, die Kraft der Bewegung, was die Kraft der Bewegung auch bewirken kann, und das ist so mein schönstes Erlebnis. Ja, sehr schön. Ach, eigentlich wäre das irgendwie ein schöner Abschluss, aber ich habe trotzdem noch zwei kurze Sätze, die ihr vervollständigen sollt. Silke, lass gleich weitermachen. Der ASC ist für mich? Der ASC für mich ist ein Stück Heimat als Arbeitgeber. Ich habe viele, nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde in dem Bereich gewonnen, und ich komme immer, für mich ist Arbeit einfach wichtig. Ich war jetzt in der Corona-Zeit 3 Wochen im Homeoffice, das war die schlimmste Zeit für mich, weil ich einfach mit den Kollegen an der Basis arbeiten kann, und für mich ist es ein Stück weit Heimat und aufgefangen werden. Vicky, was ist der ASC für dich? Für mich ist der ASC ein Stück weit Familie. Sehr schön. Dann last but not least, Vicky, du darfst wieder weitermachen. Sportvereine sind wichtig, weil wir allen Menschen, egal ob groß oder klein, jung oder alt, Mann oder Frau, die Möglichkeit bieten, Bewegung in sämtlichen Formen anzubieten, und das für mich eine unglaublich bereichernde Art ist, sein Leben zu leben. Für mich ist es, gemeinsam in Bewegung zu sein, was ja auch eines unserer Mottos ist, unserer Philosophie. Wir haben immer noch die Vereinsstruktur, dass man sich kennt, dass man die Familiengeschichten kennt, dass man die ganze Familie kennt, die hier zum Verein kommen. Man hat nicht nur die Kinder trainiert, die Eltern, auch die Großeltern und die Urgroßeltern. Und man kennt die Familiengeschichten, und für mich ist dieses Miteinander einfach total wichtig, in diese Nicht-Anonymität, sondern ich weiß, wer vor mir steht, und ich kenne auch den Namen, und das macht Verein einfach aus. Sehr schön. Schöne Schlussworte von euch, würde ich sagen. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Antworten, für eure Offenheit, und ja, wer weiß, was wir als nächstes Mal besprechen, wenn ich euch wieder einlade. Mal gucken, welche Fitnesstrends uns dann bewegen, und ja, bis dahin wünsche ich euch noch ganz viel Spaß weiter in eurem Bereich und viel Erfolg. Danke, Lena. Vielen Dank. Ja, das war das Interview mit Vicky und Silke, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr vielleicht Themenvorschläge habt, was ihr gerne unbedingt mal erfahren wollen würdet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@asc46.de. Ihr könnt uns natürlich aber auch jederzeit über Social Media eine Nachricht schicken und dort auch gerne euer Feedback zu den Folgen hinterlassen. Ansonsten abonniert gerne auch direkt unseren Podcast, damit ihr keine der neuen Folgen verpasst. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich und bleibt gesund.